Und damit wieder ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Runaway 2 oder The Dream of the Turtle mit eurem Gabrosaro. Und wir hängen hier an einem klitzekleinen Rätsel fest und ich muss wirklich gestehen, ich bin zu blöd dafür. Sag mir, deswegen habe ich jetzt tatsächlich die Lösung davon genau hier stehen. Womit kann ich dienen? Ich habe wirklich alles versucht, ich habe Blätter voll geschrieben. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Ich hab's versucht. Sie hatten nur noch... Und also? Okay, gut. Also, Woblins und Hinkebein. Woblins braucht einen halben Tag. Hinkebein braucht einen Tag. Henry Woblins und dafür bin einen Tag. Einen Tag. Und so, jetzt geht natürlich Woblins zurück, weil der braucht ja sowieso immer nur die kürzeste Strecke. Das macht anderthalb. Lass dich nicht entmutigen. So, ist jetzt alles ganz gut. So, anderthalb Tage. Jetzt sollen die zwei langsamsten losgehen. Eklop und Henry. Nee, Quatsch. Das hier. Joao, das 6,5 Tage. Und so, 6,5 Tage. Wo ist denn Woblins? Ach so, ja, stimmt. Jetzt muss ja einer von denen wieder zurückgehen. Diego Hinkebein. Das macht 7,5 Tage. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich nur noch Henry Woblins und Diego Hinkebein in der Salzhöhle, die nur einen Tag benötigten, um den Anleger zu erreichen und somit rechtzeitig kamen, ihre Leben retteten, die Kartenstücke zusammensetzten und den Schatz fanden. Das Quartett ging als die vier Piraten aus der Salzhöhle in die Annalen der Gaunerei ein. Sehr gut, Kamerad. Du hast die Prüfung in Geschichte der klassischen Gaunerei bestanden. Gott sei Dank. Dann Gaunerei brauchen wir. Achso, ich muss alle Prüfungen ablegen, sonst kriege ich diese Urkunde nicht, ne? Habe ich das richtig verstanden? Womit kann ich dienen? Verborgene Stern, gib mir ein wenig Grog. Gib mir. Ich habe es dir doch schon gesagt. Ach so, ja, stimmt. Okay. Es war mir ganz. Was war das denn nochmal? Gaunerei, irgendwas klauen. Liegt denn der Typ jetzt? Ich hoffe, dass es ihm nicht in den Sinn kommt, aufzuwachen. Sonst riskiert er einen weiteren Schlag. Aber da kann ich. Ich kann doch. Klau doch was von dem. Sieht nicht so aus, als würde es ihm in den Sinn kommen. Oder kann ich nicht einfach. Ja, das ist ein leerer Grog, damit kann ich nicht anfangen. Nagel geklaut, hier den Brieföffner. Kann ich nicht einfach den Brieföffner zeigen? Geht das nicht vielleicht? Er ist ein netter Pirat. Ja klar, als ob wir ihn verletzen könnten. Oder vielleicht hier die Zunge? Hey, ich bin Pirat und keine barmherzige... Okay, das bringt mich nicht viel weiter. Was haben wir denn hier auf dem schwarzen Brett noch stehen? Na sowas. Lady Camille bringt der gesamten Besatzung das Schreiben bei. Mal sehen, was hier steht. Tausche 3 Stücke... der Mini-Schatzkarte gegen Lupe. Ja, gut, brauchen wir alles nicht. Was haben wir hier noch links? Da ist noch was, ein Aushang. Legen Sie hier Ihre unnützen Gegenstände ab. Kann ich mal reingucken? Ich weiß zwar nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass da nichts Nützliches drin ist. Ja gut, da sollen wir ja auch unsere unnützen... Besteck, ja, eine Tischdecke. Igitt. Sogar sauber. Ein Dodo. Ein Piratenhirn, Dodo. Ein Flicken. Mann, ein Gummihuhn mit Rädern, aber ohne Batterien. Toll. Ein Pentiorum 7 mit 24,5 Gigahertz. Ja, genau. Ein kantorianisches Raumschiff. Bei Gott. Ein Stückchen Käse. Ein Duftbaum mit Kiefern. Eine Gabel mit Sanduhr. Gott, wie doof. Nichts Interessantes. Oh, Entschuldigung, hab einen kleinen Hustenanfall bekommen. Okay. Ob er das Liedchen irgendwann auswendig lernt und dann endlich die Klappe hält? Das ist... ja, das soll bestimmt so... Okay. Hei. Also das Spiel ist manchmal doch ein bisschen buggy, würde ich mal sagen. Na gut. Was können diese merkwürdigen Ritzen um den Türknauf bedeuten? Ja, wir werden sehen, ne? Öffne mal die Tür. Einverstanden. Was können diese merkwürdigen Ritzen um den Türknauf bedeuten? Was für eine wunderbare Vorrichtung ist das denn? Um ein Haar hätte es mich erwischt.
Okay. Kann ich das damit vielleicht einfangen? Nein. Nein, geht das wirklich nicht? Warte mal. Kann ich vielleicht den Briefbeschwerer da im Ich weiß nicht. Wir probieren's einfach. Vielleicht geht's. Das hat keinen Sinn. Okay, das hat auch keinen Sinn. Warte mal. Tür? Damit würde ich... Oder kann ich das vielleicht an der Tür? Oder kann ich den damit jetzt verbinden? Ah! Die Idee gefällt mir nicht. Was ist das überhaupt das für eine Schwert, Tür? Das durch diese Öffnungen herauskommt, ist wirklich ein Problem. Ja, würde ich jetzt auch so sehen. Okay, gut. Hier bringt uns das nichts. Okay, komm, wir gucken noch mal hier nach. Okay, mal schauen. Jetzt kommen das sind die sehr bekannten Kartenzeichnungen von Piris, Reis und Juan. Ja, ja, okay, gut. Bringt uns hier alles nichts. Oder können wir eine Landkarte mitnehmen? Nein. Das dann auf der Interfekte habe ich die... Okay, die gleichen Karten. Okay. So, ich habe zwischendurch mal hier gehört. Zwischendurch habe ich mal gehört, von wegen, dass die irgendwas von Natronlauge und so immer. Vase, zwischendurch ein echter Spucknapf der Marke Ming. Was soll das werden? Was? Du stinkst! Igitt! Vom Geräusch her zu urteilen, kann man davon ausgehen, dass Malatunias ihn lange nicht leeren ließ. Lecker! Haben wir draußen noch was? Kerne haben wir ja keine mehr. Da oben ist die Flasche. Da unten sind ja nur die Haie, oder? Das Meer ist ruhig. Keine es verhält Haie mehr? Sich nämlich so, dass ich von klein auf Anhänger des Backboards bin. Zu lange nach Steuerbord zu schauen, strapaziert meine Nerven. Meine Seele für einen Schluck Rock. Fenster? Das Fensterbrett ist kurz davor abzufallen. Wirst du mir keine Kerne Ach geben? Da, ja, dann nehmen wir es doch, oder? Mit großen Händen? Ich bezweifle, dass ich das schaffen würde. Ah, okay, das Messer kommt da, das Schwert kommt dann, alles klar, das Schwert kommt, genau, das Schwert kommt dann raus und dann können wir das damit wahrscheinlich festhaken, oder? Ich meine mich daran zu erinnern, dass du mir vor kurzem noch eine friedliche Lösung angeboten hast. Ich falle vor Hunger in Ohnmacht. Ich habe generell nichts gegen Fensterbretter und auch nichts gegen dieses hier. Ich habe generell nichts gegen Warum Fensterbretter nicht? Und auch nichts. Oder kann ich hier zum Lösen? Der ist Wenn es mit dem Nagel in der Kajüte geklappt hat, werde ich auch hier erfolgreich sein. Es wundert mich gar nicht, dass der andere Nagel herausfällt. Das Holz ist so korkig, dass es wie eine Theaterrequisite aussieht. Super. Und das können wir nämlich jetzt hinten bei dem Schwert verwenden. Ich wollte es ja gerade schon irgendwie mit dem Briefbeschwerer... Achso, muss ich erstmal hierhin laufen, oder was? Dankeschön. Und jetzt können wir das damit wahrscheinlich doch festzurren, oder? So geht es. Ja, super. Und zack. Ja, aber was bringt uns das? Oh. Achso, dahinter stand jemand. Wie die Alten sagen, Licht geht über Kraft. Okay. Ich hoffe, jetzt ist das Problem mit dem Schwert gelöst. Besser, ich schließe sie. Ich will nicht entdeckt werden. Aha. Und wo sind Dies wir? Dies ist also der furchterregende Teufelshund. Er ist eher für meine Tasche geeignet als Russenhund, also werde ich ihn gefangen nehmen. Ich würde euer Schwert gern behalten, aber ein Gedanke ist ein Gedanke. Wärst du bitte so liebenswürdig, so lange weiterzuschlafen, bis ich Lust verspüre, dich zu wecken? Wie geil ist das denn? Solltest du zwischenzeitlich auch nur ein Auge öffnen, riskierst du einen weiteren Schlag. Ach, wie... Wow. Bei meiner mangelnden Ehre. Hier drin gibt es mehr Gold als in den Backenzähnen meines Onkels Albert. Wow, das ist ja mal ein fetter Schatz. Coole Statue. Scheiße, wie heißt der nochmal? Nicht R2-D2, C3PO? Könnte das sein? Könnte sein, ne? Okay, was sehen wir hier noch? Hier diese diskuswerfende Statue. Die hat bestimmt auch einen Namen. Die Mona Lisa ist hier mit drin. Also, der hat auf jeden Fall mal geraubt. Das kann man auf jeden Fall mal sagen. Gibt es denn so sonst noch irgendwas Spannendes? Nichts, was ich jetzt hier so auf die Schnelle sehen würde. Könnte das hier vielleicht irgendwie Atlantis, Zeus oder keine Ahnung wer sein? Ach, mein ist auch Ruf völlig als egal. Pirat reicht wohl nicht aus, um den Schatz eines anderen Piraten zu entwenden. Doch. Ich kann die Gelegenheit, dieses Wunder einmal in den Händen gehalten zu haben, nicht verstreichen lassen.
Der goldene Orsa-Töter. Die Nummer 1 in der Liste der begehrtesten Statuetten. Das ist doch die... Wie gut. Das ist die Figur... Das ist der goldene... Das ist die Statue, die doch Saturn im ersten Runaway-Teil gebastelt hat. Ach, wie cool. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall was ge... Wo sind wir? Hä? Bin ich blind? Ich guck noch mal, wo der hinläuft, wenn er runtergeht. Ach so, der steht dann direkt hinterm Spiegel. Alles klar. Gut. Und jetzt kommen wir auch dahin. Und dann können wir... hier. Wir haben ja geklaut. Bitteschön. Schau dir das an, fetter Hund. Donnerwetter! Wenn das kein glaubhafter Beweis für Diebstahl und Raub der Schwierigkeitsstufe 3 ist, kannst du mich Miss Karibik nennen. Glückwunsch! Prüfung bestanden. Super. Ach, nimmt er direkt an sich. Was war das denn noch? Sag mir, fetter Hund. Das war Gaunerei, der Geschichtstest und was noch? Womit kann ich... Was war denn noch? Was sagtest du? Blalala. Was? War das das vielleicht? Und? Genau, was für... Was für Uhr? Ich stelle die Uhr. Genau. Es gibt alle ferne... Lalala. Oder war Dönntest das das? Ich habe es dir doch schon gesagt. Übelster. Ich hätte. Bring mir also das Formular. Doch zuvörderst musst du drei Prüfungen. Erstens. Ein. Was bedeutet, dass Ach, du eine ein zweite. Weshalb. Extremer Gewalt. Sprech. Du. Was? Nein! Ups, da war ich jetzt zu schnell. Ups, ganz. Extreme Gewalt. Hier, ich habe gegen den Affen extreme Gewalt jetzt, angewendet. Wo ich darüber nachdenke, habe ich beim Niederschlagen von Teufelshund ja. eine Gewalttat begangen? Ja, sehe ich ganz Doch genauso. Doch ich glaube nicht, dass die Gesetze der Schildkröteninsel dies als extreme Gewalt ansehen. Wir haben hier noch sauberes Wasser. Soll ich ihn waschen, oder? Wenn ich denn, ne? Weil ich bin ja ein Pirat und ich wasche mich nie. Wäre besser, es nicht zu tun, sonst weckt ihn das Untertauchen. Obwohl... Mir sind Gerüchte zu Ohren gekommen, dass das Wasser mit den verschiedenen Elementen die merkwürdigsten Reaktionen hervorrufen kann. Und vielleicht würde mir das schon weiterhelfen. Vielleicht tue ich es, aber zuvorderst würde mir gefallen, etwas anderes ins Wasser zu geben. Was anderes? Was denn? Warte mal, wenn ich ihn waschen will... Seife? Oder was habe ich denn hier so... Ja, was soll ich hier? Das Korkding rein tun? Damit würde ich... Zunge? Damit... Habe ich vielleicht noch was in der unnützen Kiste? Mal schauen. Wenn ich mich recht erinnere... Ich hab's ja inzwischen gelernt, Sachen fünfmal zu durchsuchen. Hier ist es. Was vielleicht denn? Ist der Moment gekommen... Was ist das? Butter? Da dieses Stück Seife nee. Mir dabei Seife. Helfen könnte, bestimmte Sagen zu beweisen. Ah, alles klar. Dann war ich sogar auf richtiger Fährte. Wow, wow, wow. Dann werden wir jetzt ein Gewalttat der übelsten Sorte. Und los geht's. Oh Gott, ich kann gar nicht hinsehen. Es sind merkwürdige Geschichten zu Ohren gekommen. Was passiert, wenn man diesem bösartigen Objekt namens Seife Wasser zuführt? Wir werden nun sehen, ob sie wahr sind. Oh, herrliche Zauberei. Das Wasser hat Hautbläschen bekommen, die aussehen wie aufgeblasene Geiferbläschen, so als ob es Tollwut hätte. Ich sollte meine Schöpfung irgendwie taufen. Seifenwasser? Verseiftes Wasser? So in der Art. Gott, ist der unscharf. Also, jetzt nicht im Über... Ne? Also, Ryan ist natürlich ein heißer Feger, aber Gott, ist das unscharf. Okay, gut. Hauen wir ihn dann mal rein. Los geht's. Ja. Wird alles, was ich über Seifenwasser oder verseiftes Wasser und seine verheerenden Auswirkungen auf den Dreck gehört habe, sich bewahrheiten? Ich bin kein Wissenschaftler, aber war dennoch stets experimentierfreudig. Versuchen wir es. Halt die Klappe, du Blödmann, oder du wirst als Pinsel enden. Ich kann nicht hinsehen, aber ich höre es. Unglaublich. Der Dreck ist wie durch Zauberei aus seinem Fell verschwunden, obwohl er jetzt mit aufgewacht der Schleife am Schwanz. Hält er mich nicht mehr für eine Bedrohung. Die ganze Welt weiß, dass ein Pirat ohne Schmutz seine Kraft verliert. Genau wie ein Gladiator, dem man die Haare abschneidet. Okay, das wird doch jetzt hier wohl die grausame... Der Pulverkammer, ihr Schlapphunde. Gut, irgendwas mit Pulverkammer, egal. Bewunder das hier, fetter Hund.
Aber was um alle Welt hast du mit ihm gemacht? Porentief rein! Der arme Teufelshund! Der wird seines Lebens nie mehr froh! Wie konntest du so böse sein? So unbarmherzig? So grausam? Ich hätte dich für einen anderen Menschen gehalten. Herzlichen Glückwunsch! Du hast einen Akt extremer Gewalt cum laude begangen. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Perfekt. Und schon habe ich die 3 Prüfungen bestanden, die mich in einen Piraten von übelster Moral verwandeln. Meiner Treu, das hast du mit Leichtigkeit geschafft. Sobald du mir ein Urkundenformular bringst, machen wir es offiziell. Okay, dann brauche ich noch das Urkundenformular. Und was brauche ich dann noch? Schlüssel? Fetter Hund wird mich zerquetschen, wenn ich das versuche. Vermutlich. Was haben wir denn da für Schlüssel? Wahrscheinlich für die Tür? Das sind die, die Fetter Hund in den Händen hatte, als er mich aus dem Bordknast holte. Achso, ja, ist ja auch egal. Okay, ein Formular. Komm, Formular wird doch bestimmt sicherlich selbstverständlich hier in der Kajüte sein, oder? 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 Wir gucken mal. Warte mal. Was war das? Schrank? Er sieht wirklich aus wie ein echter Bargenio. Ein wertvoller Schrank aus Bargas de Toledo. Kriegen wir es auf? Oh, das war einfach. Alles klar. Ja, super. Ja, ich werde eine mitnehmen. Eine Urkunde Pirat von übelster Moral. Okay, das war leicht. Eine Flasche haben wir auch. Perfekt. Na, dann wollen wir mal loslegen. Los geht's. Da, nimm, fetter Hund. Mal sehen. Du hast die 3 Prüfungen bestanden. Das Formular scheint offiziell. Einverstanden. Dein tatsächlicher Name? Brushian Baskov, Kapitän der Inter... Nein, nur Brushian Baskov. Mit B vor dem R? Gut, das reicht eine Zeit lang. Wie fühlst du dich, fetter Hund? Mit R vor dem U? Ki koete kuruyo, gua 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 gua. Wo habe ich dieses Liedchen schon mal gehört? Gut, das war's. Flatschen voll drauf. Deine Urkunde. Ordnungsgemäß ausgefüllt. Bespuckt und besiegelt. Ich wünsche dir einen guten Tag. Wirklich ein Kunstwerk, mein Herr. Alles klar, dann geht's weiter mit dem Grog. Aber jetzt füllst du sie mir, oder? Selbstverständlich. Ich erinnere mich, deine Urkunde bespuckt zu haben. Klar, war ja vor 2 Sekunden. Obwohl, je nachdem, wie viel Grog man trinkt, vielleicht hat man dann ein paar Gedächtnislücken. Dankeschön. Na los. Aber Nachschub gibt's erst morgen wieder. Danke, das sollte reichen. Außerdem hat mir der Arzt verboten, alkoholische Getränke... Hör auf, zu klabauter Mann. Sonst wirst du einen Piraten heulen sehen. Ist ja gut. So, dann können wir doch jetzt endlich diese magische Flasche endlich wieder auffüllen. Auch wenn ich nicht weiß, was uns das bringt. Ah, natürlich, jetzt weiß ich, was uns das bringt. Klar, er kriegt ja dann wieder Grog und wir kriegen dann neue Kerne. So sieht's nämlich aus. Aber bitte, komm. Von hier aus komme ich nicht dran. Oh nein. Aber es gibt ja noch ein anderes Problem. Der was Hals denn? Der hängenden Flasche ist so eng, dass nicht ein einziger Tropfen hineinkäme, so wie das Schiff schaukelt. Oh nein. Kann ich das vielleicht? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Nein. Jetzt habe ich ein paar Nägel. Ich möchte das nicht. Ich möchte das auch nicht kaputt machen, aber wie kriege ich denn jetzt die blöde Flasche Grog hoch? Sie ist voll mit leckerem Grog. Kann ich ich weiß nicht. Ich nehme mich auch nicht. Ich muss da ja oben irgendwie dran. Hier gibt es ja auch nicht so viel. Es gibt Kerne und das war's. Und das Fenster. Es ist zu. Ich möchte das nicht. Und kann auch nicht. Okay, ja, ich kann es nicht aufmachen. Und da oben ist die blöde... Ich komme da nicht dran, ne? Ich komme überhaupt nicht dran. Ich glaube, ich habe etwas Ähnliches in einem...
Und die Nägel? Aber ich weiß auch nicht, was ich mit den... Die Idee... Vielleicht nochmal dran... Nein, dieses Geräusch... Kann ich vielleicht das Ding wieder dran machen und mich dann da drauf stellen? In Ordnung. Ah. Genau. Super. Ich hoffe, es hält. Und jetzt kann ich die nämlich wechseln, oder? Bitte. Ja, ich könnte auf das Fensterbrett klettern, um sie zu erreichen. Aber es gibt da noch ein anderes Problem. Der Hals der hängenden... Der Hals. Kann ich das denn abschneiden? Das wäre keine so gute Idee. Ah, nee, abschneiden wird mir ja auch nicht so viel bringen. Die Nägel sind jetzt drin. Und das bringt mir auch nichts. Damit kann ich auch nichts damit machen. Teufelshund, daran machen. Ich glaube nicht. Das gutmütige Schoßhündchen glaubt... Vor allem, man muss doch da nur... Oder kann ich sie jetzt einfach herabbringen? Wenn ich auf das Fensterbrett klettere, käme ich vielleicht dran. Ja, vorausgesetzt, komm, versuch es, bitte. Aber wahrscheinlich würden die Piraten von oben mein Ziehen bemerken und mich entdecken. Also lasse ich das lieber. Kann ich da nicht ein Loch reinmachen? Den Piraten damit würde geben? Nein. Das wäre... Oder kann ich einfach die Flasche... Aber nee, das soll ja diese Zauberflasche sein. Aber es gibt dann... Der Hals der hängenden Flasche ist so eng, dass nicht ein einziger Tropfen hineinkäme, so wie das Schiff schaukelt. Okay. Das hat kein... Okay, das Schiff schaukelt. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber gut. Und, was haben wir hier noch? Backbord? Das Meer ist ruhig. Ja, das Meer ist ruhig, deswegen kann das Schiff gar nicht so sehr schaukeln. Und ein Loch reinschütten. Die beiden miteinander verbinden kann ich ja nicht. Ein Briefbeschwerer. Was? Aber ich warte lieber, bis ich richtig sauer... Ach so, ja, das bringt mir nichts. Das hat... Kann ich jemanden umhauen? Auf keine. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, da machen wir beim nächsten Mal weiter und wir schauen mal, wie wir jetzt die den blöden Grog da hineinbekommen können. Ein Trichter bräuchten wir möglicherweise. Trichter, Trichter, Trichter. Wo könnte ich denn einen Trichter herbekommen? Naja, gut. Wir schauen uns das in der nächsten Folge an, wo wir einen Trichter oder ähnliches herbekommen können. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen bei der heutigen Folge von Runaway 2 mit eurem Gabor Asaro und hoffe dann, dass ihr demnächst wieder mit dabei sein werdet. Und ich sage dann bis dahin, auf Wiedersehen und ciao.